Da kann man heimlich lüften, so Luft reinlassen für den Fungi. What's poppin', Boys and Girls? Ich freue mich sehr, dass ihr zum zweiten Teil eingeschaltet habt von Jaco sortiert ihren Kleiderschrank aus. Einige von euch haben sich auch bei mir gemeldet und haben mir ihren aussortierten Kleiderschrank gezeigt oder haben gesagt, dass sie sich mit ihrer Freundin getroffen haben. Das fand ich richtig cool, dass sie sich mit ihrer Freundin getroffen haben und eine Flasche Sekt getrunken haben und dann haben sie gemeinsam ihren Kleiderschrank aussortiert. Und ich habe zwar leider keinen Sekt hier, ich habe Wein da, aber der ist schon 6 Wochen offen. Womit fangen wir an? Tops. Ich weiß auch nicht, irgendwie, ich dachte, oh, ich habe meinen Hauttyp herausgefunden und grün steht mir voll gut und das stimmt irgendwie auch. Ich habe mir so einen Bikini gekauft, der eigentlich genau dasselbe Grün hat und der richtig gut an mir aussieht, aber ich ziehe dieses Top an und ich fühle mich jedes Mal überhaupt gar nicht wohl, weil irgendwie das so komisch geschnitten ist. Deswegen sage ich jetzt einfach, das kommt weg. Das Top habe ich mir damals in Spanien für die Magic Spell Collection gekauft, weil da die Ketten so cool drauf aussahen. Habe ich jetzt erstmal mein... Oh, ich habe das falsch rum an. Ja, ich habe das nicht besonders häufig an, aber ich liebe das trotzdem ganz doll, deswegen bleibt das. Bleibt. Das habe ich schneller gekauft, als man gucken kann und ich verstehe überhaupt nicht, warum. Seit ich das erste Mal zu Hause anhatte, ist... Ich weiß auch nicht. Oder jetzt in der Kamera finde ich es gar nicht so schlecht. Es kommt auf den Vielleicht-Stapel. Das ist ein wichtiger Stapel. Vielleicht entdeckt man auch neue Liebe für etwas. Wir kennen das alles. Wir haben was in den Keller gepackt, finden es ein Jahr wieder und denken, oh mein Gott, das wie ein Lied, was man sich leid gehört hat. Und dann hört man das 10 Jahre später wieder und dann ist man so voll on fire, weil man denkt, oh mein Gott, das ist das geilste Lied auf der ganzen Welt. Meistens hört man es dann 2 Mal und dann hat man sich so schnell wieder leid gehört, weil man es sich ja schon einmal wieder leid gehört hat. Was erzähle ich hier schon wieder? Ach so. Ja, hier sind so komische Flecken drauf, aber das kann ich auch einfach umdrehen. Ich habe eine sehr große emotionale Bindung zu dem Top, weil das mein Reisetop ist. Es war bisher auf all meinen Reisen mit dabei, deswegen bleibt es auf jeden Fall. Das ist mein absolutes Lieblingstop. Ich mag das mega doll, wie das geschnitten ist. Das ist zwar auch so ein asozialer Stoff, wo alles dran kleben bleibt, aber das ist es mir wert. Ich liebe das. Das ist es mir wert, dass ich das jedes Mal, wenn ich das anziehe, neu mit einem Stoffrasierer und Rollmoped da drüber gehen muss. Genau, deswegen bleibt das. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Meine Haut ist sowieso schon so unruhig, so schwarze Spitze und so. Ich weiß nicht, sieht es nicht bei mir. Ja, bleibt. Ja. Ja. Da war ich mal etwas mutiger. Ich bin eigentlich nicht so der gemusterte Typ obenrum, weil ich finde Muster und ich, das ist... I like it. Like it, like it. Ich habe mir eine ganz beschissene Frisur gemacht dafür, dass ich mich hier 100 Mal umziehe. Okay, weiter. Ich weiß nicht wieso. Bei Grün so habe ich den einen Grünton an, finde ich es mega geil. Und das ist irgendwie zu... Army. Manchmal ziehe ich es im Sommer an zum Chillen, weil der Stoff mega geil ist. Es kommt auf den Vielleicht-Stapel, aber so richtig... Überzeugend tut es mich nicht. Es könnte einen kleinen halben Zentimeter länger sein, damit die Hose nicht super high-waisted sein muss, aber ich finde es sehr schön, deswegen bleibt es. Ich finde das wirklich sehr, sehr schön. Es ist zu eng. Es ist einfach zu eng, das muss ich sagen. Es gab es nicht mehr in der Nummer größer, aber ich wollte es unbedingt haben und ich freue mich sehr darüber und ich werde es weiter tragen an Tagen, wo ich ein etwas geringeres Bedürfnis habe zu atmen. Meine Lieblingsfarbe ist ersichtlich, denke ich. Das ist ein Oberteil, was sich sehr... Oh, hallo, da sind meine Nippel. Ist ein bisschen gefährlich, ist ein bisschen dangerous, aber I live a dangerous life. Und deswegen ist es okay für mich. Ich finde es wirklich sehr, sehr schön. Ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes Top, um feiern zu gehen. Da musste ich selber lachen. Was mich ein bisschen stört, ist das. Aber damit kann ich leben. Okay, kommen wir nun zu den eher T-Shirt-artigen Dingen. Stört es euch eigentlich? Guck mal, wenn ich zurückgehe, ist hier so ein Schatten. Nervt es? Weil ich finde es besser, wenn man mich irgendwie ganz sehen kann. Und alle so, ja, es stört. Und Jaco so, ich kann euch nicht hören. Okay, ich mach das. Das finde ich ganz cool eigentlich. Ich mag rosa und das ist irgendwie so sommerlich. Also ich behalte das, auch wenn ich mir mit der Farbe immer ein bisschen... Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich mich so damit finde. Aber ich behalte es auf jeden Fall, ja. Das ist so ein Body und ich wollte so ein Ding unbedingt haben, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dieses schulterfrei, das
tut jetzt nicht so richtig viel für mich. Tragt es nie, weil es ist sehr eng. Irgendwie denke ich immer, es sieht mehr, mein Körper bekommt so eine merkwürdige Y-Figur dadurch. Y-Figur, ist das ein offizieller Körpertyp? Guck mal, wie es auf Kamera aussieht. Ich kann das oft auf Kamera besser einschätzen als im Spiegel wahrhaftig. Weil, keine Ahnung, Körperschemastörung oder so. Ich war irgendwann in Südostasien und dachte, ich kaufe mir was, wo was draufgebügelt ist, weg. Das habe ich meiner Redakteurin bei einem Dreh geklaut. Also nicht geklaut, sondern sie hat mir das geliehen oder irgendwie so. Und ich habe das halt nie, wir haben uns nie wieder gesehen. Das ist ein Band-T-Shirt. Und dort steht drauf, willst du die Hülle für mich sein? Und das ist der Videodreh, auf dem ich Kevin kennengelernt habe. Deswegen kommt es auf einen neuen Stapel, den es bisher in diesen Videos noch nicht gab. Und zwar den Erinnerungsstapel. Ich habe nämlich eine Erinnerungskiste, in der ich seit ich 11, 12 bin, einfach so bestimmte Sachen sammle. Ich glaube, da ist mein erster Liebesbrief drin oder überhaupt alle Liebesbriefe, Briefe, die ich mir in der Schule geschrieben habe. Kinokarten, irgendwelche Geschenke, die ich von meinem Freund oder von vergangenen Freunden geschenkt bekommen habe. Kindheitserinnerungen, Fotos und so weiter. Und das wäre jetzt zum Beispiel so ein Teil, was damit reinkommen würde. Den mag ich sehr, sehr gerne. Ich trage den voll oft, indem ich den in so einen Gürtel reinklemme und hier so, ja, bleibt. Das war mein absoluter Lieblingspulli dieses Jahr. Und ich habe ihn so viel getragen, dass ich ihn echt schon teilweise nicht mehr sehen kann. Aber ich trage jetzt keine Pullis mehr. Und ich weiß, dass ich im Herbst dann wieder Fan von diesem Pulli bin. Und deswegen lege ich ihn mit großer Vorfreude in meinen Kleiderschrank. Okay, was weniger Spektakuläres kann man nicht zeigen. Aber ja, bleibt basic. Das ist ein Geburtstagsgeschenk von Kevin gewesen. Das ist ein Pulli aus einer Kollektion von Audrey Kitchen von schätzungsweise 2011. Hab meinen ersten Liebeskummer, als Kevin mich nach einem Jahr, nachdem wir zusammengekommen sind, verlassen hat, habe ich circa eine Woche in diesem Pulli verbracht und habe mich nicht geduscht. Ja, wir haben eine große Geschichte. Deswegen, er kommt in die Erinnerungskiste. Die 2000er sind wieder in. Vielleicht kommt auch die Scene-Kit-Phase wieder. Also ich finde Senfgelb ja wunderschön, aber ganz, ganz furchtbar an mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe den im Secondhand gefunden und fand den echt cool. Keine Ahnung, vielleicht mit einem Ganzkörper-Make-up mit gelbem Unterton. Ich behalte ihn auf jeden Fall, weil ich ihn an sich ganz cool finde und er auch bequem ist. Und es ist nicht so ein fetter Pulli, sondern auch mehr so ein Pulli, den man im Sommer auch mal drüber ziehen kann und sagt, ich bin eine Blume. Ich kann diesen Pulli so überhaupt gar nicht mehr sehen. Den habe ich damals von Alex und den habe ich meine komplette Bandscheibenkrankheitsphase durchgetragen. Ich habe eine emotionale Bindung dazu und er ist so ein dünner Pulli, den man so zu Hause, wenn man arbeitet und einfach mal schnell was überziehen will, wo es einem kurz wurscht ist. Ja, das gleiche gilt für dieses Moped. Auf welchem Status befinden wir uns mit meiner Frisur? Ja, finde ich gut, bleibt, mag ich. Oh, damit tue ich mich ganz, ganz schwer irgendwie. Der Kragen ist so hoch. Ich gebe ihm eine Gnadenfrist für den nächsten Herbst. Und wenn ich ihn dann immer noch nicht angehabt habe, dann kommt er weg. Trage ich nicht mehr, kann aber definitiv nicht weg. Kommt zu 100% in die Erinnerungskiste. Das ist ein Geschenk von Kevin gewesen. Ich glaube zum Nikolaus oder so. Das ist ein Weihnachtspulli mit einer Elfe. Die strippt. Wir haben einen Deal gemacht, er durfte was weggeben, ich gebe was weg, deswegen kommt der Pulli weg. Eigentlich möchte ich nur solche Dinge tragen. Sie müssen weit und weich sein. Weit, weich, wunderbar. WWW. Der hat hinten so einen Ausschnitt am Rücken, finde ich eigentlich ganz schön. Super schlechte Qualität, noppt wie scheiße. Aber egal, ich habe einen Stoffrasierer. Und ja, den ziehe ich voll viel zum Chillen an im Winter. Aber der sieht auch richtig cool aus, wenn ich da die Latzhose aus dem letzten Video drüber ziehe. Es hat so einen lässigen Heimwerker-Look. Das, was man erreichen will, so tagtäglich. Der bleibt auf jeden Fall. Okay, ich habe mir mal eine andere Hose angezogen für die schwarzen Pullis, damit man überhaupt sieht, wo der Pulli anfängt und wo er aufhört. Das ist ein Rollkragenpulli. Und zu Rollkragenpullis sage ich... Wer zieht denn sowas an? Das ist ja furchtbar. Das ist eine Ekelhaftigkeit, das kann ich nicht an meinem Körper haben. Das heißt, obwohl ich diesen Pulli eigentlich sehr, sehr schön finde, oh Gott, schwitze ich, kommt er weg. Ja, ich ertrag's einfach nicht.
Ich liebe den ganz doll. Das ist leider auch so ein Kackstoff, wo jeder Fussel dran hängen bleibt. Und deswegen sieht man immer ein bisschen unappetitlich aus, wenn man den anhat. Auch wenn der gerade frisch gewaschen ist. Guck mal, wie schön. Der ist WWW. Und das kann man halt einfach so tragen, wie eine Fledermaus. Oder man steckt es. Ich stecke alles immer da oben rein. Und Kevin sagt, hör auf damit. Es sieht besser aus, wenn es nicht da reingesteckt ist. Und ich sage aber doch. Und ja, ich finde den sehr schön. Und noch ein weiter Pulli. Er ist nicht WWW, weil er ist nicht richtig weich. Er ist ein bisschen kratzi. Und deswegen wollte ich ihn erst weggeben. Und dann hat er aber schon vor 2-3 Monaten, als es noch sehr kalt war, eine Gnadenfrist gekriegt. Und dann habe ich mich dran gewöhnt. Es war so, als ob meine Haut einfach abgestumpft wird über den Tag. Und es war sehr überraschend. Und deswegen werde ich den noch behalten, weil ich finde es so schön. Diesen Glockenärmel. Ich mag große. Ich mag alles, was groß ist. Bleibt. Das ist so geil, das Teil. Also es sieht jetzt in dieser Kombination vielleicht ein bisschen merkwürdig aus, ich weiß es nicht, aber da, immer wenn man cropped Sachen anhat, sieht es so komisch aus, wenn man manchmal so mittellange Sachen hat und dann ziehe ich das an und dann bin ich fresh in the game. Ah, hier, ich habe eine Jacke, Momentos. Manchmal, wenn mir zu kalt wird im Frühjahr oder im Herbst, dann kann ich die andere noch da drunter anziehen, ohne dass es irgendwie super merkwürdig aussieht. Und oh, wisst ihr, was ich ganz komisch finde, wenn man oben und unten Jeans trägt? Ich schwöre auf alles, diese Strickjacke wiegt 1,5 Millionen Kilo. Die ist so schwer, das kann man sich nicht vorstellen. Aber die ist ganz schön, die ist basic, deswegen bleibt die. Bleibt! Ich liebe die. Ist ein bisschen blöd, man bleibt überall hängen an jeder Türklinke. Die Strickjacke hält einen auf im Leben, könnte man sagen. Aber sie ist... Es ist immer ein bisschen, vor allen Dingen im Winter, als würde man so mit seiner Bettdecke durchs Haus laufen. Und das ist ein Feeling, das unterstütze ich. Okay, das würde ich wahrscheinlich auch unter keinen Umständen so kombinieren, aber das bleibt auf jeden Fall. Das ist sehr multifunktional einsetzbar. Das bleibt, natürlich. Mega! Habe ich noch nie angehabt. Wo soll ich einen Blazer tragen? Ah, ich ziehe jetzt in ein Büro. Ich denke, das ist der Zeitpunkt, wo ich da morgens mit meinem Kaffeebecher reinkomme und einen Blazer trage. Besitze, wie ich einfach 3 Blazer besitze und keinen davon jemals anhabe. Aber für den hier gilt dasselbe wie für den eben. Das ist die Aufarbeitung der Tatsache, dass mir niemals erlaubt wurde, eine Schuluniform zu bekommen. Es ist eigentlich, spricht voll gegen Individualität. Bin ich dafür oder dagegen? Ich bin dafür, weil ich es cool finde. Außer, nee, ich finde, es sollte trotzdem ein Gesetz geben, dass man Karo in der Schule tragen muss. Was erzähle ich hier eigentlich? Was soll ich euch sagen? Ich arbeite das Trauma auf, dass ich niemals eine Schuluniform tragen konnte. Und ich versuche es als Erwachsene auszuleben, indem ich Blazer, die kariert sind, aus dem Secondhand mitnehme und sie dann niemals trage. Weil ich nicht zur Schule gehe. Damals hatte ich die Schuluniform nicht, jetzt habe ich die Schule nicht. Das kommt in die Erinnerungskiste und wird wieder rausgeholt, wenn ich das nächste Mal in Indien bin. Was wahrscheinlich noch sehr lange dauert und deswegen muss ich den Schrank nicht verstopfen. Aber... Oh Gott, das ist so befreiend, solche Röcke. Au, oh, das hat geknackt. Wann habt ihr das letzte Mal ein Ganzkörperbandana getragen? Ich liebe das ganz doll, ich habe das in Ibiza Oh, ja, ich habe es nicht richtig zugeknöpft, weil Knöpfe zu machen ist richtig scheiße. Ich hasse das. Ich krieg richtig Wut, während ich die zumache. Ich finde das ganz, ganz toll und ich mag das. Ich finde es ein bisschen schwierig, den richtigen Zeitpunkt herauszufinden, ab wann es warm genug für ein Kleid ist, aber nicht zu warm, als dass es noch lange Ärmel hat. Ja, aber ich finde das sehr schön und ich werde es auf jeden Fall behalten. Ich suche schon seit Ewigkeiten für dieses Kleid die richtige Jacke. Ich finde es mega schön, wenn man über solchen Kleidern so kurze Jacken trägt. Also am liebsten so und dann Vintage und dann aber in Braun. Wisst ihr? Und dann vielleicht Glitzer-Doc Martens. Auf keinsten werde ich das jemals tragen. Ich verstehe das nicht. Ich finde das so schön, Kleidern zusammen mit Boots. Aber das ist so wie...
Kleider mit langen Ärmeln. Ich verstehe das nicht so richtig. Wenn es warm genug ist dafür, dass man ein kurzes Kleid trägt, dann ist es doch in Boots unerträglich. Wie machen die Leute das? Wie finden die das gut? Oder ist es so, wer schön sein will, muss leiden? Boots an sich im Winter mit Hose sind doch schon mega unbequem, wenn man dagegen mal irgendwelche richtig geilen, leichten, styroporschweren Sneaker nimmt zum Beispiel. Und ja, irgendwie, ich verstehe das nicht. Ich finde es mega schön, aber ich verstehe das nicht, wie man das erträgt. Apropos, da hätten wir wieder die Kevin-Jacke aus dem letzten Video. Ich denke, ich bin jetzt auch selbstbewusst genug, eine Jacke zu tragen, wofür Kevin hinten drauf steht. Und deswegen werde ich die eventuell behalten und dieses Jahr tragen. Gebe ich auf gar keinen Fall weg. So eine coole Vintage-Jacke. Und entweder ich trage sie so, wie sie ist, oder ich monster da, tapeziere da irgendwas drüber. Wir könnten ein DIY machen. Oh, ja. Meint ihr, Crow ist sauer, wenn ich das wegmache? Der hat eine riesen Villa in Bali. Der hat nicht sauer zu sein. Ich habe seine CD gekauft. Ah, nein. Ist mir ein Tucken zu kurz, die Beinproblematik ist da. Ich will immer so stehen die ganze Zeit. Und irgendwie, das ist der Stoff, das ist so, der schmiegt sich an. Wieso wisst ihr das? Deswegen kommt das weg. Ja. Der bleibt auf jeden Fall. Boah, ja, der ist viel zu eng hier oben, aber was will man machen, ne? Besonders im Second, also er ist aus dem Second Hand. Und im Second Hand kann man sich oft nicht aussuchen, die Größe, also nie die Größe aussuchen. Und dann tendiert man vielleicht auch mal dazu, Dinge zu groß oder zu klein zu kaufen, weil man denkt, oh mein Gott, das ist aber so schön. Ja, vielleicht mit dem Gürtel, dann fällt es nicht so auf, wie sehr das quetscht. Kevin hat gesagt, er findet den merkwürdig, den Rock. Der hat auch so eine komische Länge, also... Sagt mir mal eure Meinung. Ich bin mir unsicher. Das ist allerdings auch wieder so ein, hoffentlich verliere ich das Gewicht, was ich über den Winter zugenommen habe. Produkt. Aber man soll nicht vorschnell handeln. Man soll, ja, es ist wichtig auszusortieren und nur die Dinge eigentlich zu haben, die man benutzt, denn alles andere ist Ballast. Auf der anderen Seite bin ich auch schon viel zu schnell in meinem Leben gewesen. Und dann muss man irgendwas wieder neu kaufen. Und das ist auch Ressourcenverschwendung, Leute. Weil man das halt weggegeben hat. Also, Köpfchen. Ey, dieser Rock ist so durch. Jeder andere Mensch hätte den schon 5-mal entsorgt. Aber ich liebe den einfach. Und der ist richtig geil. Im Sommer, so auf dem Roller, da kann man heimlich lüften. So Luft reinlassen für den Fungi. Ja, der bleibt. Ich weiß nicht, es ist jetzt nicht so ein Rock, den ich mir neu kaufen würde, aber immer wenn ich im Urlaub bin und den mit habe, dann feiere ich den voll. Der ist comfy, da kann man auch so Sachen mitmachen. Also so, nicht was ihr denkt. Aber das auch. Das geht fix. Ja, der bleibt. Okay, wir sind fast fertig. Machen wir weiter mit den Jacken. Ich habe so eine Teddyfellphase gehabt. Ich habe das Gefühl, mein Sommer, ich kann es nicht entscheiden. Bleibt definitiv. Psst, psst. Wollt ihr ein A kaufen? Ich war in Berlin, Friedrichshain. Sie ist so warm, dass sie warm genug für den tiefsten Winter ist. Aber... sie hat, man kann sie gar nicht richtig zumachen, weil sie nur so einen Haken hat, versteht ihr? Also es muss ein sehr spezielles Wetter sein dafür, dass man die tragen kann. Außer man ist im Candy Shop. Scheiße, Mann. Irgendwie, ich finde die so geil, aber ich habe die, ich glaube, die kommt weg. Ich weiß es. Ich weiß es nicht. Ich möchte eure Meinung dazu wissen. Weiter. Die ist schon 100 Jahre alt, aber ich habe ja den anderen. Sesamstraße-Mantel, deswegen brauche ich die eigentlich nicht mehr. Ich behalte sie trotzdem, weil sie cool ist. Ich sage immer, dass es mir mega einfach fällt, auszusortieren, aber wieso ist das gerade so schwer? Ich brauche nicht 3 Teddyfelljacken. Ist die cool? Ich glaube, die kommt weg. Eine von den Teddyfelljacken kommt weg. Okay, letzte Jacke. Okay, ist weniger eine Jacke und mehr eigentlich ein... doch, ist schon eine Jacke, ne? Blazerjacke? Kordjacken-Blazerjacke. Strick. Ohne Strick. Strickjacke ohne Strick. Cardigan. Ich würde sagen, Jacken über Jacken. Kord. Cardigan.
Cord Cardian. Cord Cardian, ja. Ihr wisst, was ich meine. Das habe ich von Sylvie von Büffelhüfte und das finde ich sehr cool und trage es sehr gerne, deswegen bleibt es. Ich habe meine Haare seit 3 Tagen nicht gekämmt, also bitte ignoriert das. Kommen wir zu den Accessoires. Ich habe hier Dinge, die verstehe ich auch nicht. Wobei man sagen muss, wer weiß, was ich für Videos drehe im Winter. Vielleicht mache ich was Weihnachtliches und dann fehlt mir eine Weihnachtsmütze. Ich weiß nicht, es ist irgendwie ganz cute, aber ich glaube, ein Buckethead, der funktioniert nur mit glatten Haaren. Aber der ist trotzdem sehr cool und ich mag den. Ich glaube, das gehört Kevin. Brauchst du das noch? Ja. Was hast du denn damit gemacht? Fotos. Für was für eine Website? Mein absolutes Lieblingsaccessoire. Meine Corsage. Das habe ich getragen nach der OP. Und eigentlich kann das ja weg. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, oh Gott, das ist ein furchtbarer Gedanke. Aber ich habe gedacht, vielleicht brauche ich das irgendwann nochmal. Sollte man das weggeben, weil das sonst irgendwie ein schlechtes Omen ist? Wenn man, also ist das so, macht der Anziehungskraft mäßig, wenn man sagt, ich behalte das für den, ich behalte das für den zweiten und dritten Bandscheibenvorfall? Das behält man nicht, ne? Nein, das muss weg! Okay, Leute, wir sind fast fertig. Das Einzige, was übrig bleibt, sind Schuhe. Ich bin mir aber sehr, sehr sicher, dass eigentlich alles davon bleibt. Beziehungsweise, ich habe eigentlich nur noch richtig frische Schuhe, muss ich sagen. Ich habe 3 Paar Turnschuhe. Dann habe ich diese unfassbar edlen Gucci-Letten. Und das. Die glitzern halt ganz doll. Ich bin halt 1,100 Meter groß damit, ne? Ich bin sowieso schon immer die Größte. Und wenn man 1,80... Ich bin 1,79 groß. Und wenn ich solche Dinge anhabe, Junge, dann... Ansonsten war es das. Der sieht jetzt richtig, richtig schön aus. Und die Klamotten, die jetzt wegkommen, die wasche ich einmal, bügel die auf, entfluss die ein bisschen und dann bringe ich die, versuche ich die zum Secondhand zu bringen. Was der Secondhand nicht nimmt, das setze ich im Internet immer rein, bei eBay Kleinanzeigen, entweder umsonst zum Abholen, damit ich keinen Aufwand habe, oder ich setze sie bei Kleiderkreise rein, wenn es teurere Sachen waren. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Ihr seid süß, ihr seid klein. Wir sehen uns im nächsten Video. Da mache ich ein Workout. Macht's gut!